Hi, mein Name ist Jill. Ich habe mir überlegt, ich bleibe einfach bei dem Hi, mein Name ist Jill. Ich habe mir noch nichts Besseres überlegt. Nun ja, in dem heutigen Video soll es um Winterdüfte gehen, um Düfte für die bitterbösen kalten Tage. Also ich hatte in meinem allerersten Video, habe ich euch Düfte für die Herbst-Winterzeit vorgestellt. Heute geht es um die wirklich kalten Tage. Ich habe mich gestern mal wieder rausgetraut. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe so gefroren, wie schon seit langem nicht mehr. Und irgendwie ist Instagram auch voll von winterlichen Stories. Also ich sehe Leute, die durch Städte spazieren gehen im Schnee. Ich sehe Leute beim Liebe machen im Schnee. Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen im Schnee. Also alles ist voller Schnee. Und es ist kalt. Es ist richtig kalt draußen. Und deswegen habe ich mir überlegt, stelle ich euch heute 10 Düfte vor für die richtig kalten Tage, für die winterlichen kalten Minusgrad-Tage. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Video. Diesmal nicht eingecremt. Oh, das war okay. Viel Spaß. An dieser Stelle möchte ich noch einmal der Parfümerie Mella hier aus Köln danken. Die Parfümerie Mella waren so cool, so nett, so freundlich, wie auch beim Schnellvideo mir diverse Düfte für das Video zur Verfügung zu stellen. Deswegen Parfümerie Mella, Mella. Ich sag jetzt einfach nur noch Mella. Parfümerie Mella ist einfach zu schwer. Ich bin nicht ganz so der schlaue Typ. Deswegen Mella, vielen Dank fürs Ausleihen. Und ja, jetzt können wir auch loslegen. Der erste Duft, den ich euch heute vorstellen möchte, ist von Valentino. Es ist ein Flanker, eine quasi dunklere, süßere Version eines Originals. Valentino Uomo Intense. Und schaut euch mal diesen total geilen Flakon an. Also ich fahre so richtig extrem auf sowas ab. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man sich an diesem Flakon reibt, dass das gewisse Gefühle in mir auslöst. Besonders in ja, Regionen, die nicht so viele Leute bis jetzt gesehen haben. Aber es funktioniert, kann ich euch nur empfehlen. Zum Duft muss ich sagen, wenn man die Kopfnote riecht, denkt man, man wird irgendwie von Lippenstift und Make-up überfallen. Also es ist extrem pudrig. Und im Duftverlauf wird es immer süßer, weicher. Es kommt ein bisschen Vanille, Tonkabohne hinzu und eine schöne, ja, leicht dreckige Ledernote wird hinzuaddiert und dann bleibt zwar immer noch diese pudrige, leichte Lippenstift-Make-up-Note bestehen, aber sie wird einfach aufgeweicht. Und ich kann euch eines garantieren, mit diesem Duft werdet ihr auffallen, weil dieser Duft hat so eine ganz spezielle DNA. Ich kenne nur einen Duft, der sehr ähnlich riecht, das ist Dior Homme Intense. Ansonsten ist das ein absolutes Unikat. Er ist wirklich sehr stilvoll, sehr schön, sehr weich und auch ein wenig gewagt. Also es bedeutet, du brauchst schon ein wenig Selbstbewusstsein, den Duft zu tragen, aber es wird sich für dich auszahlen. Er ist total geil. Und wie gesagt, du kannst dich immer noch an diesem Duft reiben. Probier es mal aus. Es ist wirklich. Oh, okay. Da ist es echt ziemlich gut. Unbedingt mal ausprobieren. Perfekt für die kalten, bitterbösen, kalten Wintertage. Valentinos Uomo Intense. Der nächste Duft kommt von der Firma Givenchy und hat einen sehr markanten, einzigartigen Flakon. Givenchy's Pie. Und hier die Kappe. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Sieht relativ stabil aus. Obwohl, nee, ist nicht stabil. Nun ja, der Duft ist sehr weich und es geht hier von der Thematik her um Mandelmarzipan. Also es ist wirklich so ein fast schon Amaretto-Keksduft. Ich rieche hier sehr viel Mandel, sehr viel Marzipan und das Schöne ist, nicht zu schwer, weil der Duft hat auch noch zitrische Noten und das lässt ihn so sehr fluffig, sehr weich, sehr zart, sehr luftig erscheinen und dementsprechend finde ich, ist das ein sehr schöner Indoor-Duft, den du eigentlich den ganzen Tag übertragen kannst. Er ist sehr kuschelig, er ist sehr smooth und ja, hundertprozentig Unisex. Also dieser Duft ist perfekt für die Dame wie für den Herrn geeignet, die einfach es sehr süß,
vornehm, kuschelig, weich und ja, lecker mögen. Also ein Leckerli. Seid ihr Freunde von Leckerlis? Einfach mal hier und da mal ein bisschen was schnabuseln, knabbern. Sagt man schnabuseln? Gibt es das Wort? Kennt jemand schnabuseln? Also ich sage immer schnabuseln. Und der Duft ist perfekt zum Schnabuseln und auch um dich so ein wenig einzuhüllen, zu umarmen, weil er spendet dir Trost, er spendet dir Zuversicht, weil er sehr weich, sehr schön ist. Perfekt für den Alltag im Winter, indoor am besten, weil die Projektion ist nicht so stark, er hält auch gar nicht so lange, aber für die schönen kuscheligen Stunden, für das Leckerli. Givenchy's Pie. Der nächste Duft ist ein richtiger Männerduft. Aus den 80ern, aber meiner Meinung nach immer noch modern, immer noch tragbar, immer noch up to date. Davidoff's Sino. Und hier überfällt euch in der Kopfnote eine richtig scharfe, ja, minzige Bergamotte. Und ihr merkt schon direkt, wo es lang geht. Der Duft hat einfach Power, er hat Kraft und er hat Zinn. Zinn am Pin. Kennt ihr das Wort Zinn? Wenn ja, dann kennt ihr auch Big Mike. Wenn ihr das Wort Zinn nicht kennt, dann kennt ihr Big Mike nicht. Dann unbedingt euch Big Mike gönnen, weil. Gönnen, 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 gönnen muss man können, können, können. Big Mike ist jemand, der diesen Duft trägt und ich finde, er passt perfekt zu ihm. Er ist männlich, er ist stark, er ist kraftvoll. Dieses leicht scharfe, minzige, diese Lavendel und dieses holzige, blumige im Hintergrund, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist halt einfach Power, es ist kraftvoll. Es ist ein schöner Barbershop-Duft aus den 80ern, aus ganz klar aus den 80ern. Also er hat diesen Oldschool-Vibe, aber er ist immer noch up to date. Das ist wie eine alte Platte, der ihr anhört, dass sie alt ist und ihr kennt den Song, ihr habt den Song schon 100 Mal gehört, aber es ist immer noch cool, es ist immer noch up to date. Ihr könnt das Ding immer noch laufen lassen und die Leute flippen aus. Ein schöner männlicher Barbershop-Duft mit ordentlich Energie unter der Haube. Perfekt für den Winter, weil er einfach die Power hat. Und er ist geil. Und Big Mike trägt ihn. Also Big Mike. Okay? Weil gönnen muss man. Gönnen, 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 gönnen muss man können, können, können. So sieht's aus. Dieser Duft ist Must-Have für jeden echten Mann da draußen, der auch im Winter schön frisch kraftvoll riechen möchte. Davidoff's Sino. Den nächsten Duft habe ich in einer der meiner Meinung nach schönsten Städte Deutschlands zum ersten Mal gerochen, in Leipzig. Also, wenn ihr Vegetarier, Veganer seid, ist Leipzig eine absolute Offenbarung. Wenn ihr Altbau mögt, ist Leipzig eine absolute Offenbarung. Und wenn ihr geile Düfte riechen wollt, die bekommt ihr auch in Leipzig. Ich spreche von Jean-Paul Gaultier's Essence de Parfum. Also das ist wieder mal ein Zeichen dafür, dass hier alles richtig gemacht wurde. Schaut euch mal diesen total geilen Flakon an. Also dieses leicht purpur-lila-farbene. Also ich finde, das ist totaler Style. Und so ist der Duft auch. Interessanterweise als Randnotiz, der Parfümeur, der auch den sehr erfolgreichen Le Male Le Parfum gemacht hat, hat auch diesen Duft hier kreiert. Der kam nur 2, 3 Jahre vorher auf den Markt. Und ich finde, du merkst die Handschrift. Er ist stilvoll, er ist sehr smooth. Das ist ein süßer Duft, ganz klar. Er ist süß. Also du brauchst eine Vorliebe für süße Düfte. Aber er ist sehr erwachsen, sehr gereift verpackt. Also hier überfällt dich nicht die Süße, sondern die wird schön einbalsamiert und zwar in wunderschönes weiches Leder, in ein wenig Vanille, in ein wenig Gewürze und der Duft kriegt sowas wirklich schön Essbares. Also hier bekomme ich ganz viel Marzipan auch heraus und er ist hundertprozentig Unisex, ganz klar. Also ich habe den Duft auch schon an einer Frau gerochen und das war vom Allerfeinsten. Also dieser Duft an einer Frau,
hundertprozentig, das geht sowas von klar. Aber ihr müsst, wie gesagt, eine Vorliebe haben für würzige Düfte, süße Düfte, schöne, weiche, süße, würzige Düfte. Und dann seid ihr hier goldrichtig. Le Mal Essence de Parfum. Der nächste Duft ist wahrscheinlich der süßeste aus der ganzen Reihe heute. Du musst ein richtiger Süßigkeiten-Junkie sein, ein richtig Abhängiger, aber dann wirst du ganz viel Freude haben mit Emporio Armani's Stronger With You Intensely. Also hier, also ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich kann sehr viel verkraften, wenn es um süße Düfte geht. Also meine Bandbreite ist ja relativ, da geht schon was. Aber hier der Duft, der ist fast drüber. Also der sprengt diese Bandbreite. Und zwar haben wir hier so eine sehr, sehr dominante Toffee-Karamell-Note. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen Toffee und Karamell. Ich habe versucht, es herauszufinden. Ist das eine hart, ist eine weich? Aber ja, du riechst auf jeden Fall Karamell hier raus und es ist total karamellig. Also stellt euch vor, ihr nehmt euch irgendein Karamellbonbon und dann lutscht ihr so das ganze Karamell heraus, dann noch Honig mit drauf. Zusätzlich haben wir hier noch sehr würzige Noten. Wir haben hier Zimt. Dadurch wird die ganze Geschichte sehr winterlich, weihnachtlich sogar. Und ich bilde mir ein, so ein wenig Kaffee noch mehr herauszuriechen. So eine ganz milde, sanfte Kaffeenote im Hintergrund. Und ja, das macht den Duft sehr lecker. Ich finde, vom Charakter her ist er aber eher jugendlich. Das heißt, du solltest vielleicht nicht unbedingt 89 Jahre alt sein. Also wenn du unter 89 Jahre alt bist und bist ein Karamell-Junkie, ein Süßigkeiten-Junkie, du magst Vanille, du magst Zimt, du magst es winterlich-weihnachtlich und du möchtest vielleicht das junge weibliche Publikum ansprechen, das könnte er sein. Emporio Armani's Stronger With You Intensely. Der nächste Duft hat einen ähnlichen Vibe wie der Duft vorhin, wie Stronger With You Intensely. Aber hier dreht sich alles um eine fruchtige Mandarine. Azaro's Wanted by Night. Also hier bekommst du direkt am Anfang eine wahnsinnig süße, fruchtige Mandarine reingesmashed, reingehämmert. Im Duftverlauf verschwindet die süße, zuckersüße Mandarine immer mehr und es kommt Tabak, es kommt Weihrauch heraus, es wird wesentlich wärmer, weicher und durch den Zimt bekommt der Duft ja auch noch was Winterliches, Weihnachtliches. Es ist wirklich ein schöner Duft, vielleicht zum Kuscheln vorm Kamin, auch gerne für ein romantisches Date zu zweit. Aber du musst dir sicher sein, dass die Lady, mit der du dich triffst, definitiv ein Faible für süße Düfte hat, weil der Duft ist süß, ganz klar. Er ist durch die Bank hinweg süß, vielleicht nicht ganz so süß wie der Duft, den ich euch vorhin vorgestellt habe, aber er ist vom Charakter her eher für das junge Publikum meiner Meinung nach geeignet. Also auch hier wieder, du solltest unter 89 Jahre alt sein, dann könnte es was für dich sein. Ein fruchtiger Mandarinenduft mit schönem Weihrauch, Vanille, Tabak im Hintergrund. Wahnsinnig gut geeignet für die klirrenden, kalten Wintertage. Azaro's Wanted by Night. Der nächste Duft kommt von Tom Ford und es ist ein sehr stilvoller, erwachsener, süßer Duft. Man könnte sagen, der erwachsene Panty Dropper Duft. Tom Ford's Noir Extreme. Und hier haben wir wirklich eine fruchtige Mandarine, aber wahnsinnig schön mit holzigen Noten umgarnt und es ist schön rauchig. Und ich bin kein großer Fan von rauchigen Noten, aber hier ist es total schön verpackt und es ist likable. Und im Duftverlauf verschwindet die fruchtige Mandarine und es wird immer hölzerner, es wird immer rauchiger, aber es bleibt süß, ganz klar. Und es riecht wie eine Delikatesse. Es gibt so eine orientalische Süßigkeit, die nennt sich Kulfi. Ich habe das selbst noch nie gegessen und es gibt nicht viele Düfte, die Kulfi enthalten. Und hier ist es so ein wunderschönes Zusammenspiel aus der Mandarine, der Kulfi-Note und den rauchigen, hölzernen Noten. Aber so weich, so schön und so lecker. Und wenn du
Ach, ein wirklich wunderschöner Duft. Und der Duft bekommt im Duftverlauf fast schon einen nischigen Charakter. Also er riecht nicht wie der klassische Designerduft, auf gar keinen Fall. Also hier merkst du, hier steckt Geld drin. Der Duft riecht sehr hochwertig, sehr anspruchsvoll und er trennt ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und dementsprechend finde ich ihn total geil. Also ich bin riesengroßer Fan von diesem Duft und interessanterweise gibt es auch eine weibliche Version von diesem Duft, die riecht fast identisch. Ich habe mal beide miteinander verglichen. Die sind sich zu 85, 90% gleich. Und dementsprechend auch, ob du die weibliche Version kaufst oder die männliche, egal, er ist Unisex, ganz klar. Wenn du aufgedresst bist und du brauchst noch einen Duft, der quasi dir das nötige Finish gibt, ist dieser Duft perfekt geeignet. Ein wunderschöner, gourmandiger, weicher, süßer, holziger, rauchiger Duft mit einer leckeren Mandarine und dieser einzigartigen Kulfi-Note. Also die ist schon, die, das ist schon, müsst ihr mal gerochen haben, wirklich der Panty-Dropper-Duft für Erwachsene. Tom Ford's Noir Extrême. Der nächste Duft kommt von Armani und ist quasi so der sichere Alltagsduft, der bei niemandem irgendwie negativ auffällt, weil es sehr gefällig gemacht. Der perfekte Duft für den Alltag im Winter. Armani's Code Absolute Gold. Und hier können wir wirklich sagen, es ist ein erwachsener, weicher, leicht zitrischer, sogar süßer Duft. Also der Duft ist unglaublich multidimensional. Das bedeutet, der Duft hat süße Komponenten, er hat fruchtige Komponenten und er ist frisch am Anfang, hat noch eine Apfelnote mit drin und wird dann später durch Vanille abgelöst und es wird würzig, holzig und es wird weich. Also vom Charakter her erinnert er mich wirklich ziemlich stark auch an Le Male Le Parfum, nur hier weniger Vanille und ein wenig alltagstauglicher. Er funktioniert eigentlich zu jeder Gelegenheit. Mit dem Duft könnt ihr nichts falsch machen. Und hier schwingt auch so eine ganz dezente, kühle Irisnote mit und die gibt dem Duft so was Vornehmes. Also er ist vornehm, er ist schön, gefällig, sehr leicht zu tragen. Der perfekte Alltagsduft für die kalten Tage. Ein richtiger Crowdpleaser. Genau, es ist der Alltags-Crowdpleaser, der so quasi auf vielen Ebenen funktioniert. Fruchtige Noten, zitrische Noten, Vanille, bisschen Holz mit dabei, würzig. Und diese leicht kühle, zarte Irisnote, die ihn so, ja, so ein wenig vornehm erscheinen lässt. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem unkomplizierten Alltagsduft für den Winter, der nicht aneckt, der immer funktioniert, der sehr vielschichtig ist, probiert ihn unbedingt mal aus. Ich mag ihn sehr gerne, er ist wirklich so leicht zu tragen. Armani Code Absolute Gold. Der nächste Duft ist ein wunderschöner Gentleman-Duft. Ein Duft für den Mann, der es etwas introvertierter mag, zurückhaltender, aber dennoch hochqualitativ schön. Und ja, er ist von Bulgari. Bulgari Man in Black. Und hier dreht sich alles um die Rumnote. Und die Rumnote wird im Duftverlauf wunderschön verändert, quasi umgarnt von Hölzern, von Leder, von Gewürzen. Es riecht leicht orientalisch, aber es bleibt immer diese alkoholische Busi-Rumnote. Und am Anfang ist der Duft noch relativ süß sogar und erinnert mich von der Machart her an den originalen Spice Balm wegen der sehr dominanten Pfeffernote. Aber im späteren Duftverlauf wird es schön busi, schön alkoholisch, schön weich. Er ist wirklich für den modernen Gentleman. Wenn du auf der Arbeit wirklich top gestylt sein musst, ist dieser Duft hervorragend. Es ist ein richtiger Gentleman-Duft mit Stil. Der Duft hat Mega-Style. Und hat wirklich schöne Hölzer mit dabei, schöne Gewürze und diese wahnsinnig leckere Rumnote. Und ich liebe Rum und ich liebe Pfeffer und die findet ihr beide in diesem Duft. Boah, ich habe mich echt in diesen Duft verliebt, muss ich sagen, weil er ist auch total gefällig. Am Anfang hat er noch so eine leicht süße Note, die verschwindet mit der Zeit und er bekommt eine schöne Eleganz, oh, ein toller Duft, wirklich. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich echt in diesen Duft verliebt. Bulgaris
Man in Black. Der letzte Duft von heute stammt von Victor Rolf und ich bin ein riesengroßer Fan von Spice Bomb. Das war Liebe auf den ersten Riecher. Bei dem zweiten Duft, bei dem Nachfolgerduft von Spice Bomb hat es ein wenig länger gedauert, aber er ist in meiner Sammlung. Spice Bomb Extreme von Victor Rolf. Und hier, ich liebe Pfeffer. Ich stehe total auf Pfeffer und ich stehe auf Vanille und ich stehe auf Tabak. Und das sind quasi diese drei Komponenten, die ihr hier bekommt. Und er ist wunderschön würzig, er ist smooth, er ist weich, er ist schon so, man könnte sagen, eine Mischung aus einem Panty Dropper Party Duft, aber dennoch in vornehm. Also er hat so die Waage, er befindet sich genau in der Mitte. Er ist nicht zu plakativ, klebrig, süß, designermäßig, wenn ihr wisst, was ich meine, aber er ist jetzt auch nicht zu zurückhaltend und zu vornehm und zu upper class, sondern er ist genau in der Mitte. Und das gefällt mir an dem Duft wirklich total gut. Also es ist ein wunderschöner, leicht zitrischer, pfeffriger Duft am Anfang und dann später erwartet euch eine smoothe, holzige Vanillebasis mit Tabak. Und ja, wie gesagt, ich liebe Tabak, ich liebe Hölzer, Vanille und Pfeffer. Also ist das genau mein Ding. Es ist einfach ein toller Duft mit einer schönen Performance und ich finde, er hat irgendwie, warum auch immer so, auch eine leichte Nischenqualität. Das ist ein qualitativ hochwertiger Duft. Also hier könnt ihr sagen, das Geld ist bombastisch investiert. Ihr bekommt hier was für euer Geld. Wenn ihr einen pfeffrigen, vanilligen, tabaklastigen, hölzernen Duft sucht, mit viel Gewürzen, der schön ist, der smooth ist, irgendwie jugendlich, aber gleichzeitig auch dennoch erwachsen, also in beiden Welten spielt, so das Beste aus beiden Welten quasi darbietet, seid ihr hier, ja, wir haben es auch wieder goldrichtig, hier seid ihr wieder goldrichtig, Spice Bomb Extreme von Victor Rolf. So, wir sind am Ende angelangt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Wintervideo, mit meiner Top 10 der besten Designer Mainstream-Düfte für die richtig kalten winterlichen Tage. Ich habe hier so meine Fototasche und so sieht das aus, wenn ich mit Düften unterwegs bin. Sieht man das? Aber nicht fallen. So. Und jetzt schieße ich noch ein Foto, packe noch die Kamera rein und ja, mal gucken, was draus wird. Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein cooles Foto noch. Danke, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr Big Mike nicht kennt, gönnt euch, weil gönnen muss man können. Gönnen muss man können, so ist es nun mal. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Erfriert nicht draußen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Sportfreunde, wenn ihr Bock habt auf geiles High-Energy-Aroma, dann seid ihr bei Sino Davidoff. Genau richtig. Das bringt Zinnampin, ja? Denn gönnen muss man können.